Miese Parade. So, jetzt werden die Mannschaften einmal durchgewechselt. Ja, du darfst immer nur bis zu einer bestimmten Linie angreifen. Siehst du das? Und Max macht die Doppelschicht. Scheint auch nicht mehr als, wie viele Kontakte waren das jetzt? 3 Kontakte? Beim 4. wird abgepfiffen von Marc van Bommel? Nee, ich glaube, das ging nicht schnell genug. Okay. Er will ja eigentlich, dass die Viererkette, also die mit grünen Leibchen jetzt, verschieben. Und die Zwischenräume zumachen. Und die Zwischenräume zumachen. Passwege zu unterbinden. Und natürlich soll nicht immer der RV auf den LV spielen, weil dann wird es ja auch ein bisschen langweilig. Aber ja. Eigentlich ist der Plan schon, dass der Ball dann durch die Kette geht. Ja, und wenn die Kette überspielst, 4 Mann aus dem Spiel genommen. Ist klar, dann hast du nach Adam Riese nur noch 7. So, da rollt die Pille wieder. Und Tor Marvin Stefaniak. Ist ja auch ein Wiederkehrer an Dynamo Dresden. Oder? Mit Dynamo, ja. Dynamo ist hochgegangen, ne? Also sehr erfolgreiche Ausleihe.
Ist natürlich auf der Seite auch einfacher, wenn du nur gegen drei Abwehrspieler spielst. So, da ist nochmal Wechsel, jetzt dürfen die Weißen mal runter mit den weißen Leibchen. Und da kommt das Team um Marin Pongracic, wen erkennen wir noch? Maximilian Philipp. Natürlich Max Arnold weiterhin. Ich bekomme gerade die Info aufs Handy, dass die Trainingseinheit wohl rund auf 2 Stunden angesetzt ist. Also haben wir noch eine runde halbe Stunde hier im Stream. Wir haben hier auch ganz heiße Informationen, was die Rückennummern angeht. Es gibt nämlich ja einen kleinen Wechsel. Und zwar, jetzt muss ich wieder Aster Franks sagen. Aster Franks. Ich ziehe es jetzt durch. Aster Franks hört sich viel besser an. Aster bekommt auf jeden Fall. Unser neuer Belgier. Unser Neuzugang aus Belgien bekommt auf jeden Fall die Rückennummer 8. Die hatte ja vorher Renato Steffen und der Gute wechselt zur Rückennummer 11. Also ein kleiner Switch beim VfL hier. Ist das jetzt so ein Wink, dass Renato mehr vorne gesehen wird als Verteidiger? Naja, also Renato hat ja seine Offensivqualitäten. Alleine, ich nenne ihn ja gerne nur noch R. Ja? Renato R. Steffen. Mehr als gut unter Beweis gestellt die letzten Saisons. Und ja, vielleicht. Ich weiß auch nicht, hatte er nicht sogar auch die 11 sonst? In der Schweiz, meinst du? Genau. Frag mal Dr. Google. Ich gehe mal in mein kleines Kapäuschen in die Recherchekammer zurück. Da haben wir es doch. Beim FC Basel und auch bei den Young Boys in der U21 hat er zumindest, also beim FC Basel definitiv die 11 die letzten beiden Saisons in Basel, davor die 24. Und bei der U21 von den Young Boys Bern war es zuerst die 11 und dann die 7. Ja, ist auch für mich so eine 7. Aber gut, die ist bei uns doch Josep.
Der Kollege Leosch fragt, ob es schon einen Kandidaten für die Rückennummer 10 gibt. Aber ich glaube, die ist tatsächlich momentan bei uns frei. Andi, wie wär's? Ich Nummer war für nie dich? Die 10. Warst du war nie? Die 10. Nee, ich auch nicht. Dafür war meine Ballannahme zu stark. Machst du die 10 an der Ballannahme aus? Naja, Ball 10 ist der ballsicherste Spieler ever. Also ich meine, wer hatte da bei uns davor? Yunus Malli, klar nicht so viel gespielt, aber Ballsicherheit hatte ja, der ohne Ende. Unfassbare Technik also, hat der Yunus. Das war eine totale Waffe. Das steht außer Frage. Hat halt nicht so ganz gepasst. Gibt immer Gründe dafür, aber... Vielleicht müssen wir also mal... Also klassischer kannst du nicht eine 10 sein als Yunus. Ja, das ist richtig. Oh, das war erste Sahne gespielt hier. Ich will eine Annonce in der Zeitung aufgeben. Wir suchen Rücken Nummer 10. Morgen in der Bild. Wer wird der Superzehner beim VfL? Schreiben wir die Artikel schon für die Kollegen vor, wa? Wäre eine gute Chance, aber im Normalfall steht da ja kein Trainer im Weg. Trainer ist Luft, wie der Schiri.
Ich glaube nicht, dass Deutschland bei Olympia Gold holt. Denn immer das, was ich glaube, passiert eh nicht. Eins kann ich auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, die Frauen holen kein Olympiagold. Ja, oder leider. Siehst du das anders? Leider nicht die deutschen Frauen, ja. Nee. Aber? Aber es sind ja genügend von den Wölfen mit dabei. Ne? Und? Denken wir nur an Holland, Schweden. Wir haben auch bei den Wölfen mal nachgefragt, wer denn die größten Chancen hat, Olympiagold zu holen. Bei den Richtig. Frauen. Also falls ihr da informiert sein wollt, kurz vor Olympiastart bei uns vorbeischauen. Und es war sehr kurzweilig, muss ich sagen. Ja, das war unterhaltsam. Ja. Das war gut. Und wir hatten sie alle. Vandensanden, Ingrid. Frido Rolfe. Auch wenn die beiden letzter genannten den Verein ja verlassen werden, aber Dominik Jansen. Wer war noch alles dabei? Und auch noch ein paar deutsche Spielerinnen waren auch noch dabei. Ne? Die haben ja trotzdem, Sarah Dorsun. Trotzdem ihre fachkundige Meinung. Pia Wolter, Feli Rauch. Also geballte Fußballfachkompetenz, muss man einfach auch sagen. Weil, und wie gut die Fußballfachkompetenz in unserer Frauenmannschaft ist, zeigt Almut Schuld. Ja, definitiv. Fast tagtäglich also, in der ARD. Das ist eine richtige Waffe, muss ich echt sagen. Respekt. Da gehen wir bei dem Wechsel doch noch mal in die Totale mit dem herrlichen Panorama da. Oh. Bin eh gerade nicht online. Und zack, rollt das Bällchen wieder. Unten rollt das Bällchen, hier rollen noch ganz andere Dinge. Uff. Mr. Knuckleball, nichts verlernt in der Sommerpause.